Der gepflegten Unterhaltung. Willkommen zurück zu Star Wars Battlefront, der Neuauflage, dem ersten Teil. Wir gehen rein mit einem Shock Blue Controller, ganz frisch heute bekommen. Erste Runde, mit dem ich zocke. Und ich habe mir das Game hier auch nochmal für 3,99 € gekauft, weil es gerade die Ultimate Edition im Angebot ist. Ich würde sagen, wir gehen rein, schnacken nicht lange und gehen hier rein. Hallo? Was ist das? Ich fahre nochmal vor. Das ist auf jeden Fall ziemlich riesig. Ich glaube, das ist ein AT-AT. Ich gucke nochmal. Ich rieche. Riecht gut. Ich gehe weiter. Ganz schnell weg. So gespannt, wie das jetzt wird. Ich habe das Spiel sehr lange nicht mehr gespielt und ich bin wirklich gespannt, wie es ist. Wirklich. Ach du heilige Maria. Wir spielen gegen richtige Schwitzer. Ersten Kill, ersten Kill. Scheiße. Wie kann der mich so schnell killen, Mann? Mal ohne Witz. Noch ein Kill. Zweiter Kill. Nach gefühlt 5, ja, nach 15 Toten. Das Spiel wird gestartet. Und nach 10 Jahren konnte auch ich mich endlich frei bewegen. Das Spiel startete immer noch, weil nicht alle Spieler da sind. Darf ich fragen, warum du da geplaced hast? Nee, ne? Ach, die campen! Ich weiß ja nicht, wie sehr ihr Star Wars Fan seid. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich habe schon Star Wars sehr früh geschaut. Und nur die OG-Hasen wissen, dass Star Wars Episode 4, 5 und 6 die ersten waren. Danach kamen 1, 2 und 3. Und dann, ja, genau dann kam Teil 7 bis 9. Ich glaube, Teil 8 war das, den ich etwas langweilig fand. Aber ansonsten war ich schon ziemlich begeistert eigentlich. Shit, komm, jawohl. Ziemlich begeistert von den neuen Teilen, ne? Vom Ding her. Haben wir? Nice. Gesichert. Bringen Sie unversehrt zur Basis zurück. Hallo? LB? LB sagt, nee, nee. Dann go, go, go. Objective spielen. Redfish, du weißt das. Du kennst das aus Battlefield. Du warst immer ganz oben. Warum? Weil du Objective gespielt hast. Und auch gut Kills gemacht hast. Dieser Hurensohn, wie er da gewartet hat. Er nimmt nicht mal. Du Stück Scheiße. Das war... Darüber reden wir einfach nicht. Tja. Ich muss den richtig jagen, Mann. Landet nochmal. Wir haben die Fracht gesichert. Schützt sie vor Angriffen der Rebellen. Über uns sind auf jeden Fall welche. Das war wieder so ein Move, den hättest du dir auch echt sparen können. Halt for real einfach mal. Aufpassen, da ist noch einer.
Nice Assist, so soll es sein. Also eigentlich hätte ich, ne, der Kill wäre mir eigentlich, aber Teamplay ist wichtig. Und dieses Spiel hat ein Feeling, ich weiß, warum mich das so gefeiert hat. Das hat ein Feeling, welches es mit sich trägt, wenn du hier so als Klon gegen die Rebellen kämpfst. Auch weil es halt so schnell ist mit den Jetpacks und so. Es fühlt sich einfach gut an. Die Rebellen haben die Fracht. Haltet sie auf. Können wir es ja mal so machen wie die. Einfach bei denen campen. Wenn sie dann kommen, sind sie down. Aber sie ist wieder bei uns. Wieder von hinten. Oh, sehr clean. Sehr clean, Mann. Haben wir. Wie kann... Diese Blaster sind so scheiße. Ja, ich facke mich ab. Da ist noch einer. Gut. Hauptsache, wir haben noch einen Kill gemacht. Ich fühle mich wie der größte Noob, ohne Witz. Diese gottverfluchten Rebellensöhne, ne? Ohne Witz. Partnerstadt. Ich sterbe hier ununterbrochen. Guck das mal an. Nice. Sehr nice. Wie kann denn diese Scheißblaster so stark sein? Sind die jetzt hier? Du Wichser. Das sind halt nur Millisekunden. Wenn du da wirklich nicht drauf achtest, weißt du es halt komplett, ne? Haben wir. Trick 17. Nice. Haben wir. Nee. Sieg. Ja, nice, Freunde. Ich würde sagen, wir machen noch eine Runde hinten dran. Und sehen uns gleich wieder. Oh, Fracht. Die Map weiß ich aber auch noch. Ich glaube, das war die Map, die ich geguckt habe, bevor ich diesen Star Wars gesehen habe, der neu rauskam. Ich bin mir zwar echt nicht mehr sicher, welche es war. Ich bin der Meinung, es war Teil 7. Aber das habe ich zu der Zeit gezockt, doch. So, anders hinsetzen. Jetzt wird mal ein bisschen geschwitzt hier. Der hat einen Sniper. Sehr nice. Gerne mal einen Raketen. Wir haben die Fracht. Bringt sie zu unserer Basis. Machen wir so. Die Rebellen haben ihre Fracht in Sicherheit gebracht. Digga, habt ihr das gesehen? Die Frage ist halt wirklich, macht das Ding Damage? Ich
glaube, so wirklich lohnt tut sich das nicht. Wir sind im Spawn. Dann gehen wir in Partnerstadt raus. Gleich, ich kann gerade nicht. Alter. Fracht ist gesichert. Seht ihr das? Der hat so Lack, ne? Und der campt einfach nur. Lauf, lauf, lauf. Komm. 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 Gott sei Dank. Das da oben. Assist. Nein! Schon wieder. Wir müssen jetzt Trick 17 machen. I have an idea. Das war zwar nicht die Idee, aber nichtsdestotrotz schön gespielt. Das war das hier. Wir haben die Fracht erbeutet. Oh mein Gott, wie habe ich das überlebt? Kam das schon angebaxt? Gesprintet und geflogen, eher gesagt. Holy Macaroni. Komm schon, gib mir ein RPG. Nein, Blasterkanone. Schön, bin ich falsch, ist nicht schlecht, aber ich habe schon eine gute Blasterkanone. Ich hätte jetzt gerne eine RPG. Neues Assist. Wenn wir noch eine Frachtkiste erbeuten, sind wir Welt erledigt. Letzte Frachtkiste. Das wäre auf jeden Fall nice. Sieg. Hiermit haben wir gewonnen. Freunde, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut rein. Bleibt gesund. Ciao. 14 Minuten warte ich jetzt auf diese Lobby. 14 Minuten. Vier, zehn Minuten. 14.